Hallo und herzlich willkommen bei VanCamper 65 und heute gibt es was ganz Besonderes, nämlich eine Fahrzeugvorstellung. Dieses Jahr war ich wieder auf dem Stand von Robel und da stand eine Messeneuheit, die mich echt begeistert hat. Und zwar handelt es sich um den Robel K630 HLB, aber dieses Mal auf MAN TGE Gestell. Der MAN hat 2 Liter Automatik, 163 PS und ist 6,30 Meter lang und 3,35 Meter hoch. Zugelassen ist er für 4 Personen und es ist kein Allrad. Genug gesehen von außen, jetzt gehen wir rein in die gute Stube und es schaffen wir über 4 Stufen und schon sind wir drin. Zur linken sehen wir dann die Küchenzeile mit Kühlschrank und Kochgelegenheit und die Hecksitzgruppe mit den entsprechenden Oberschränken. Das Waschbecken formschön abgedeckt mit einer Abdeckung. Und oben die Küchenschränkle mit Zwischenboden und schöner Rüttelkante. Hier nochmal ohne Abdeckung und der 2-Flammenkocher von Dometic. Ein 93 Liter Absorberkühlschrank ist unterhalb der Spüle verbaut. Genauso wie ein großes Schränkchen mit 3 praktischen Korbauszügen und drüber der Besteckschublade. In der Hecksitzgruppe gibt es einen Tisch, der seitlich nach allen Richtungen verschiebbar ist und 3 große Fenster, jeweils 2 an der Seite und 1 nach hinten raus. Drüber dann auch wieder massig Stauraum in den Staukästen und kleine LED-Strahler in den Ecken für genügend Licht. Licht auch oben an der Decke und an der Seite vom Bad gibt es einen Spiegel und Zeitungsablagenmöglichkeiten. Das ist dann der Blick von hinten in den Schlafraum vor, wo es dann auch noch jede Menge Stauraum gibt. Ich habe sie hier natürlich für euch exklusiv mal geöffnet. Rechts ein größerer Kleiderschrank, links dann jede Menge Fächer, sowohl mit Türe als auch mit Schubladen. Machen wir weiter mit Stauraum auf der Fahrerseite. Oben ein großzügiger Schrank, unten seht ihr gerade die Heizung. Und da passen bestimmt noch einige T-Shirts und Hosen rein. Und rein, in diesem Fall ins Bett, kommt man über diese Leiter. Und raus, hier dann ins Cockpit, über diesen Klappmechanismus und die drunter liegende Türe, welche aus dem Cockpit so aussieht. Hier die Elektrikabteilung, welche sich im Doppelboden befindet, zugänglich durch das unterste Fach im Eingang rechts. Wieder zurück in der Küche ist mir noch aufgefallen, wir haben auch noch einen Auszug, sprich eine Arbeitsplattenerweiterung. Gehen aber jetzt mal ins Bad, welches sehr großzügig gestaltet ist. Hell, mit Tapete an der Wand, schönen Käschle unter Robel eigens entwickelten Trockentrenntoilette. Ist sogar mit Softgloss der Deckel. Hier nochmal schön ein Schwenk durch die Dusche, die durchaus ausreichend ist. Achtet hier mal nicht so auf den Gesichtsausdruck, ich wollte euch nur das Bad mal aus der Dusche raus zeigen. Und hier auch nochmal das schöne Waschbecken. Die Badschränke sind jetzt nicht besonders tief, aber ich denke durchaus ausreichend und vor allem man hat 2. Im Schlafgemach haben wir dann logischerweise 2 Betten. Das eine hat 1,95 x 80 und das andere 2 m x 80. Und apropos Bett, auch da hinten kann man umbauen und es hat dann 2 Meter auf 1,25 m.
Noch ein schneller Blick auf Heizungssteuerung und Gebrumsel über der Türe. Und im Heck sind mir auch noch drei Staufächer aufgefallen, die habe ich übersehen. Apropos Staufächer, da haben wir natürlich hinten dann auch zwei Türen, wo wir in die Heckgarage dann schön beladen können. Und das hier zeigt ganz gut den doppelten Boden, wie hoch da noch gebaut worden ist. Fahrerseitig gibt es da noch eine Außenklappe, wo man dann schön einen Frostwächter und Wasserpumpe bekommt und man sieht die ganze Verkabelung. Losgehen tut der ganze Spaß bei 132.000 Euro und das hier gezeigte Fahrzeug kostet knapp 170.000. Nach oben natürlich noch Luft. Hier noch die genauen Abmaße und die Bettenmaße sind abweichend vom Prospekt. So ihr Lieben, das war's Quick and Dirty von der Messeneuheit, dem K630 HLB auf MAN von Robel. Das war auch für mich eine Premiere mit einem Videoschneiden mit Voiceover. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Kommentar da, auch wenn nein. Und auf jeden Fall abonniert den Kanal. Ich bedanke mich recht herzlich. Bis bald mal wieder auf VanCamper65. Ciao!